Bruder hat in diesem Jahr keinen Bock auf Weihnachtsringel, Piet's verständlich, verständlich. Er plant anstatt Familienstress ne derbe Sauftour auf dem Kiez, verständlich, verständlich. Er hat genug von Weihnachtsschmuck, Lametta, Glöckchen, Lichterketten, Erzgebirge, Kerzen, Karussellen. Doch wenn du dir das geben willst, dann kannst du, sagt er ja den Eltern, trotzdem frohe Weihnachten bestellen. Deine Tante schreibt auf Facebook, sie bleibt Weihnachten zu Haus, verständlich, verständlich. Sie brütet scheinbar grad, was auskommt aus dem Niesen, kaum noch raus, bedenklich, bedenklich. Sie schreibt, es liegt am Wetter, denn der Reißverschluss an ihrem Parker klemmt und die Kapuze hat ein Loch. Von den Nasentropfen ist sie zugenommen zum Kapuzenstopfen, trotzdem frohe Weihnachten noch. Wollte kommen, doch sein Doc hat abgeraten, verständlich, verständlich. In seinem Zustand sei das Motto Finger weg vom Braten, verständlich, verständlich. Und auch Oma Helene meldet Änderung der Pläne, es begann wie eine Migräne, jetzt kam raus, es ist die Pest. Auf jeden Fall steht sie bis nach Silvester unter Quarantäne. Mach dir keine Sorgen, trotzdem frohes Fest. Dein Vater hängt wohl leider Heiligabend in der Firma fest. Verständlich, verständlich. Ausfälle ist das Büro unterbesetzt, der Chef macht Stress, verständlich, verständlich. Ein Mitarbeiter fiel von einer Leiter und ein zweiter fiel auf den Abteilungsleiter und ab hier wird es konfus. Er faselte von Weltraumfähren, erwähnte mehrfach einen Bären. Trotzdem frohes Fest und schönen Gruß. Neuerdings Weihnachten boykottiert ist, verständlich, verständlich. Sie simst, sie sei Zitat zu irgend so einer Sekte konvertiert, verständlich, verständlich. Und dass selbst deine Mutter schreibt, von Aliens entführt worden zu sein, muss man wohl einfach akzeptieren. Es war schade um den Weihnachtsbrauch, jetzt bleibt dir keine Wahl, als auch mal deine PS4 auszuprobieren. Deine PS4, deine PS4, deine PS4 auszuprobieren. Trotz Bier, trotz Wein und trotz Bier.
Als wäre das nicht happy end genug, hörst du des Nachts vertraute Stimmen im Teamspeak von Call of Duty und fällst vor Glück fast hinten von Alene. Kann es sein, Oma Helene, Oberschwester, Vater, Mutti?